Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir setzen die unterbrochene Sitzung fort. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffende hessische Wirtschaft floriert. Landesregierung sorgt für gute Rahmenbedingungen und eröffnet Zukunftsperspektiven, Drucksache 19/4866. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 57 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Tagesordnungspunkt 31 aufgerufen werden. Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 31, Antrag der FDP betreffend Wirtschafts- und Industriestandort Hessen stärken, Drucksache 19/4824, zusammen mit Tagesordnungspunkt 57, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend hessische Wirtschaft floriert, Drucksache 19/4866, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Ist das niedlich? Frau Präsidentin, meine sehr geehrten, ich habe es nicht dahingestellt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es schön. Könnte man als politisches Zeichen sehen, Schwarz-Gelb hier vorne. Vielen Dank dafür. Habe ich ja viel Zeit mit verbracht. Ja, ich habe selten so viel Applaus am Anfang bekommen. Dafür muss man seine letzte Rede halten, habe ich gemerkt. Also insofern, Ministerpräsident hat gerade gesagt, er bleibt noch 5 Minuten, um zu hören, ob ich etwas Freches sage. Herr Ministerpräsident, die frechen Teile kommen erst in den persönlichen Teil ganz am Schluss. Also, das werden Sie nicht mehr mitkriegen, aber es wird dokumentiert. Meine Damen und Herren, bevor wir vielleicht zu dem, was ich noch persönlich zu sagen habe, kommen, haben wir als Freie Demokraten heute das Thema Industriestandort Hessen hier auf die Tagesordnung gesetzt, weil es ein Punkt ist, der uns umtreibt. Ich glaube, da sollte Gemeinsamkeit in diesem Haus bestehen. Wir alle der Auffassung sein sollten, dass die wirtschaftliche Struktur dieses Landes dafür Sorge trägt, dass Hessen so erfolgreich ist, dass wir im Herzen der Bundesrepublik so viele Tausende von gut bezahlten Arbeitsplätzen, von innovativen Arbeitsplätzen, von Strukturen bieten können, dass die Menschen gerne hierher kommen. Ich glaube, wenn wir Wirtschaftspolitik diskutieren, muss man einfach sagen, wir Hessen haben Strukturen, um die uns viele andere beneiden. Das sorgt auf der einen Seite dafür, dass wir seit Rekordjahren Zahlerland im Länderfinanzausgleich waren und sind, aber eben auch, dass wir in den letzten Jahren durch verschiedene Krisen gut hindurchgekommen sind. Und das vielleicht auch einmal an der Stelle noch gemeinsam und parteiübergreifend. Auch viele Vorgängerregierungen unterschiedlich politisch getragen, kluge Entscheidungen getroffen haben, damit dieses Land heute noch dort steht, wo es steht. Ich glaube aber, dass wir genauso wichtig darüber diskutieren müssen, was jetzt zu tun ist, damit dies so bleibt. Und wer sich die aktuellen Zahlen und Entwicklungen anschaut, stellt eben fest, der Industriestandort hat an vielen Stellen schon Herausforderungen, über die wir dringend diskutieren müssen, über die wir uns unterhalten müssen. Es ist nicht Gott gegeben, dass wir jedes Jahr mehr Steuereinnahmen haben. Es ist nicht Gott gegeben, dass wir gut bezahlte Arbeitsplätze haben, sondern im Konkurrenzkampf mit den Wirtschaftsstandorten auf der Welt sind wir eben auch gefordert, mehr zu tun als vielleicht viele andere. Wer sich die Standortschließungen der letzten Monate anschaut, ob das Coty war, Mundi Pharma, Sanofi, Spezialguss Wetzlar, die Kurzarbeit bei Kali und Salz oder auch die Übernahme bei Opel, eine Erfolgsgeschichte, die wir definitiv haben, und da stimme ich auch dem Ministerpräsidenten zu, muss immer wieder neu erarbeitet und neu erkämpft werden. Und das, was wir dort erleben, sollte uns auch zum Nachdenken anregen. Wer die aktuellen Wirtschaftszahlen sieht, stellt fest, dass Hessen mit 1,5 Prozentpunkten hinter dem Bund liegt mit 1,9. Das war häufiger so. Das war häufiger so, weil wir natürlich von einem anderen Niveau kommen in Hessen. Aber klar ist auch, dass wenn Bayern mit 2,1 und Baden-Württemberg mit 2,2 Prozentpunkten wachsen, dass das unsere direkten Konkurrenten sind und wir schon darüber nachdenken müssen, warum wachsen andere stärker als dieses Land. Und deshalb
sind die Zahlen gerade in der Chemie- und Pharmabranche aus meiner Sicht besorgniserregend. Die Umsätze sind von 2013 bis 2016 signifikant jedes Jahr um bis jetzt 2 Milliarden € gesunken. Wir haben einen Arbeitsplatzrückgang um 2.000 Arbeitsplätze. Da werden viele sagen, ja, das ist nicht viel. Das sind hochbezahlte, hochqualifizierte Industriearbeitsplätze von 39.000 auf 37.000. Das sind erst Anfänge. Und es ist auch kein Grund, Panik zu machen, aber es ist ein Grund, genau hinzuschauen, was denn die Gründe sind. Der Wirtschaftsminister hat gemeinsam mit der Regierung das Ziel formuliert, man wolle unter die Top 5 der innovativsten Industriestandorte Europas kommen. Und das ist gut. Das halte ich für richtig. Absolut. Ein richtiger Punkt. Der Europäische Innovationsindex ist ein Index, der anspruchsvoll ist, aber der, glaube ich, auch das darstellt, was wir sein wollen. Ein moderner Wirtschaftsstandort, der sich auch neuen Herausforderungen stellt im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Infrastruktur und so weiter und so weiter. 2014 lagen wir bei diesem Innovationsindex auf Platz 7. 2016 liegen wir auf Platz 10. Und, Herr Wirtschaftsminister, wenn man Platz 5 erreichen will, ist es nicht gut, wenn man rückwärts geht, sondern muss man vorwärts gehen. Und deshalb ist die Frage, woran liegt das? Die IHK sagt in einer Studie des DIW, Hessen gehört Rhein-Main und Hessen gehört nicht längst mehr zu den stärkst prosperierenden Regionen der Welt und Deutschlands, sondern sie werden von anderen Regionen in Deutschland abgehängt, wie z.B. München, Hamburg, Nürnberg, seien alles Bereiche, wo Beschäftigungsentwicklung deutlich günstiger sei als Hessen. Wenn man sich anschaut, was wir sozusagen dort für Sachen ins Stammbuch geschrieben bekommen, dann sind das Sachen, die wir hier schon häufiger diskutiert haben und wo wahrscheinlich auch viel Übereinstimmung sein sollte. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Dafür brauchen wir moderne Infrastruktur. Wir wollen Investitionen ins Land holen. Dafür brauchen wir gute Rahmenbedingungen. Wir wollen moderne Arbeitsplätze haben. Dafür brauchen wir eine gute Bildungspolitik. Und das alles mündet zum Schluss darin, dass es Menschen gibt und Unternehmen, die Steuern zahlen, damit dieses Land überhaupt die Voraussetzungen hat, um diese Rahmenbedingungen zu setzen. Und deshalb sind aus unserer Sicht die Frage einer, und das sagt auch das DIW, einer guten Infrastruktur, digital und traditionell, einer guten Fachkräftesituation, eines modernen Infrastrukturnetzes, das ist nicht nur Straße, aber eben auch Straße, meine Damen und Herren, und auch einer leistungsfähigen Energieversorgung extrem wichtig. Und ich will einen fünften Punkt hinzufügen, den das DIW nicht nennt, aber der lange Zeit Überzeugung von jedenfalls einigen Fraktionen hier im Haus war. Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die mal 1999 in der Regierung von Roland Koch und Ruth Wagner auf den Weg gebracht worden ist, in der House-of-Idee, Wissenschaft und Wirtschaft auf einer gemeinsamen Plattform zusammenarbeiten zu lassen, das ist eine Grundlage für Innovation in diesem Land, wie es in keinem anderen Land der Bundesrepublik gibt. Ich kann nur dazu raten, das fortzusetzen, weil das eine optimale Grundlage ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn man eben schaut, was wir machen müssen, dann muss man feststellen, wir werden nicht drum herum kommen, Herr Minister, mehr in die Infrastruktur zu investieren. Ich verkürze das jetzt sehr aufgrund der Zeit. Wer alleine 185 Millionen € Abschreibung hat, so der Geschäftsbericht der Landesregierung, meine Damen und Herren, da reicht es eben nicht, wenn man deutlich weniger investiert, weil man dann noch nicht einmal den Erhalt sozusagen im Status quo sichert, sondern sich jedes Jahr der Zustand unserer Straßen verschlechtert. Jetzt wird Kollege Al-Wazir, das darf ich jetzt vielleicht an der Stelle schon einmal vorwegnehmen, sagen, na ja, ihr habt ja auch nicht so viel investiert. Ich hätte gerne, das sage ich offen und gebe ich auch offen zu, und da beneide ich Sie auch ein Stück, gerne so viel Geld gehabt wie diese Landesregierung. Da könnte man ehrlicherweise mehr für Straßenbau ausgeben, und es würde Ihnen die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande danken. Und es sind dann eben die großen Projekte wie die A44, die A49. Es ist auch der öffentlich stark diskutierte Riederwaldtunnel. Es ist auch die Frage des Frankfurter Flughafens als Jobmotor, die eine zentrale Rolle spielt. All diese Punkte, meine Damen und Herren, muss man vorantreiben. Man sollte sie nicht behindern. Sie sind dringend erforderlich für dieses tolle Land in der Mitte der Bundesrepublik. Genauso wichtig ist es, die digitale Infrastruktur voranzutreiben. Und mal neben der Frage, dass ich 2003, als ich in dieses Parlament kam, glaube ich, genauso viele Funklöcher hatte, wenn ich telefoniert habe, das hat sich nicht viel geändert, brauchen wir eben, und da hat Kollege Schäfer-Gümbel recht, auch eine andere moderne Verwaltung, eine digitale Verwaltung. Wir haben dazu ein, finde ich, sehr kluges Papier gemacht. Genauso wie die Tatsache, dass wir die Menschen auf eine neue Arbeitswelt vorbereiten müssen. Die Arbeitswelt Industrie 4.0 ist eine völlig andere als das, was wir in den letzten Jahrzehnten diskutiert haben. Der Satz,
Können Sie eine Programmiersprache? Nein, dann gehören Sie in Zukunft zu den Analphabeten der modernen Generation. Das ist leider wahr. Und diese Frage, wie wir die Menschen auf diese Frage vorbereiten, auf diese Industrie 4.0, das wird man nur mit einer guten Bildungspolitik beantworten können. Und deshalb ist das zum Schluss auch der Schlüssel. Ein dritter Punkt ist klar, das will ich nicht ausführen, weil die Marke ist bekannt. Wir sind für eine kluge Energieversorgung, die nicht nur auf hochsubventionierte Bereiche wie z.B. Windkraft setzt, sondern auch eine Struktur weiter vorantreibt, wie z.B. moderne Kraftwerke. Und jetzt weiß ich, dass das hier sehr umstritten ist. Aber, Herr Kollege, ich glaube, es ist falsch, jetzt zu sagen, wir verabschieden uns jetzt noch schneller von der Kohle als schon vereinbart, weil das müssen irgendwelche Menschen auch bezahlen in diesem Land. Und die Tatsache, dass wir nicht nur eine sichere Energieversorgung, sondern auch eine Versorgung brauchen, die man bezahlen kann, da ist das EEG halt an seine Grenze gestoßen. Und die erneuerbaren Energien sollten aus meiner Sicht jetzt in eine Struktur überführt werden, wo sie nicht mehr von Subventionen abhängig sind. Das wäre dringend erforderlich, einen ordentlichen Markt hier zu schaffen, der das Wort Markt letztendlich auch verdient. Ein letzter Punkt. Ich glaube, dass man aufpassen muss, wenn es einem so gut geht, dass man die Situation nicht sozusagen dadurch verschärft, dass man jetzt Fehler macht, die wir erst in 4, 5, 6 Jahren richtig in ihren Auswirkungen spüren. Und ich sage das sehr offen, auch in Richtung Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN. Ich will nicht bestreiten, dass wir unterschiedliche Marken haben bei der Frage, was wir für richtig oder falsch halten. Und Klimaschutzpolitik, das ist Ihre Marke. Da haben Sie sicherlich auch große Verdienste. Aber auch hier kann ich nur raten, mit gesundem Menschenverstand voranzugehen. Man sollte aufpassen, dass man mit einem Klimaschutzaktionsplan nicht dafür Sorge trägt, dass Investitionen in diesem Land weiter zurückgehen. Und das ist mein letzter Punkt. Die Investitionen in unserem Land gehen zurück, meine Damen und Herren. Es wird weniger investiert in Hessen als noch vor 5 Jahren. Sowohl bei der öffentlichen Hand, wenn man sieht, was für Einnahmen vorhanden ist, als auch bei privaten Investitionen. Gerade die großen Unternehmen, die nicht nur über einen Standort verfügen, gehen davon aus und planen nicht mehr nur mit Deutschland und mit dem Standort hier, sondern gerade mit ihren ausländischen Standorten. Und das sollte ein Zeichen für uns sein, dass man dringend darüber nachdenkt, wie wir wieder Investitionen hier in Deutschland ermöglichen, damit weiter gut bezahlte Arbeitsplätze in diesem Land sind und diese Investitionen nicht in Asien, in den USA oder irgendwo anders auf der Welt stattfinden. Wir haben ein Interesse, sie hier zu haben, und dafür müssen wir etwas tun, meine Damen und Herren. Und dazu gehört eben auch eine vernünftige Energiepolitik, die dringend erfordert. Deshalb ist das Fazit der Freien Demokraten, ich könnte noch einige Punkte nennen, das Land tut zu wenig für den Industriestandort. Wir können froh sein, dass wir Industrie haben. Wir wären niemals durch die Finanzkrise so gut hindurchgekommen, wenn wir nicht eine so starke Struktur in diesem Bereich hätten. Und ich glaube, dass das wirklich, meine Damen und Herren, sich lohnt, dafür zu streiten, für diese Unternehmen, so schwierig das manchmal heute ist, für ein Unternehmen zu streiten, was möglicherweise Abwässer produziert etc. pp. Trotzdem brauchen wir hier gesunden Menschenverstand, der beides ermöglicht, die Umwelt im Blick hat, aber auch diesen Unternehmen eine Chance gibt, hier am Standort weiter erfolgreich zu sein. Darüber werden wir auch in Zukunft mit Ihnen streiten. Die großen Themen kommen ja erst, Klimaschutz, Aktionsplan und andere. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Themen in diesem Landtag auch eine wichtige Rolle weiterspielen, weil ich weiß, dass hier alle Kollegen sehr, jetzt hätte ich schon fast gesagt, streitsüchtig, also diskussionsfreudig, so sagt man es, glaube ich, sind und gerne über die Fragen diskutieren. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschied, ich möchte ungern von der Präsidentin gemahnt werden, eine persönliche Bemerkung machen. Das ist meine letzte Rede. Ein Mitarbeiter hat mir vorhin meine erste Rede in die Hand gedrückt, 7. Mai 2003. Das war eine Rede zum Thema Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung, die ich stark kritisiert habe. Das muss ich vielleicht ein bisschen Abbitte tun. Da war doch einiges Gutes dabei unter Wolfgang Clement, will ich im Nachhinein sagen. Ist so. Ich habe in dieser Rede nachgelesen, es gibt mehrere Zwischenrufe, auf der einen Seite von Frau Fuhrmann, das bestärkt mich, und vom Kollegen Al-Wazir. Damals fing es schon an. Ich weiß noch, dass in der ersten Rede in der ersten Reihe saßen Al-Wazir und Kaufmann, ich gleich von Ihnen persönlich beleidigt worden bin. Ich sage jetzt nicht, was Sie gesagt haben. Es war eine. Ja, natürlich. So kenne ich den Kollegen Al-Wazir, schiebt immer alles auf Kaufmann. Ich glaube, Sie waren es nicht, Herr Kaufmann, aber ich weiß es nicht mehr genau. Das fing genauso an. Ich habe das hier 14 Jahre lang sehr gerne gemacht. Die Rede war am 7. Mai, ist jetzt also fast 14 Jahre her. Frank Lorz hat die Regie geführt, sozusagen, als Vizepräsident. Und kann nur sagen an Sie alle vielen Dank dafür. Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war, ich finde, auch ein Parlament eine tolle Möglichkeit, wirklich Meinungen auszutauschen und um den richtigen Weg zu streiten.
Das, glaube ich, kann man uns allen nicht absprechen, dass wir das tun. Ich habe vor jedem Einzelnen hier großen Respekt, weil ich weiß, dass dieser Beruf nicht immer die Bestätigung und Wertschätzung erfährt, die wir manchmal erhoffen, weil das, was wir machen, eben in der Öffentlichkeit an vielen Stellen zu massiver Kritik führt. Und wenn man nicht einmal so einen Beruf hatte, glaube ich, ist es auch schwer nachzuvollziehen, wie der Zeitablauf ist, wie viele Abendtermine, wie viele Diskussionen um jedes Komma in der eigenen Truppe mit Bürgerinnen und Bürgern bei Versammlungen man zu erdulden hat. Und insofern Respekt an Sie alle, dass Sie das machen. Ich finde, dieses Parlament ist wirklich auch ein Stück Antwort auf Politikverdrossenheit. Eine Renaissance des Parlaments wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, weil wir, wenn wir darum kämpfen, auch zeigen müssen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, aber Sie auch verantwortungsvoll in diesem Parlament diskutieren können. Roland Koch hat einmal gesagt, finde ich sehr klug, Politiker sind nicht eine Gefahr für die Demokratie, sondern sie sind ihre Grundlage. Das ist sehr selbstbewusst, aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein ist in aktuellen Zeiten gar nicht so falsch, es einmal nach vorne zu tragen, weil ehrlicherweise wir kämpfen für diese Demokratie und das Land ist so schlecht mit dieser Struktur aus meiner Sicht nicht gefahren. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir Debatten geführt haben, die auch ein bisschen mutiger waren. Ich fand es immer klug, wenn man mutig Politik gemacht hat, auch wenn ich weiß, dass es den Lohn dafür erst sehr viel später gibt und nicht sofort. Ich bin immer noch ein Fan einer, will ich mal so sagen, Agenda-Politik, ohne die wir heute z.B. nicht so volle Steuerkassen hätten. Das fand ich alles sehr klug. Ich habe mich mit dem Kollegen Al-Wazir sehr gerne im Parlament duelliert. Das hat Spaß gemacht, muss ich zugeben. Er hat dann auf die Regierungsbank gewechselt. Das hatte Nachteile, auch Vorteile. Er hatte auch Vorteile, wir müssten nicht so viele Ältestenratssitzungen machen. Auch das war ganz gut. Also, das war auch in Ordnung. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass auch Opposition einen Wert in diesem Parlament hat. Also, Opposition kann für Regierungen sehr lästig sein. Wenn du das bestätigen würdest, würde ich mich freuen. Dann hätten wir unsere Arbeit nicht so falsch gemacht. Opposition nervt schon, weil sie häufig dorthin schaut, wo man nicht hinschauen soll. Also, insofern hat hier jeder seine wichtige Rolle. Aber ich kann jeden verstehen, der mal Opposition gemacht hat, dass man auch mal etwas anderes machen möchte. Also, es sollte nicht ein Zukunftsprojekt für jeden sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank bei den Kolleginnen und Kollegen vor allem meiner Fraktion, die mich ertragen haben. Vielen Dank dafür. Hat wirklich Spaß gemacht. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind auch echt ein gutes Team. Das muss man auch mal sagen. Vieles, was wir hier erklären, hat sich irgendjemand ausgedacht. Und man guckt noch einmal drüber. Bei der Schlagzahl von kleinen Fraktionen ist es manchmal schon sehr wichtig, dass da auch ein gutes Team dahinter steht, was das Ganze organisiert. Das habe ich mir gedacht, bis auf die CDU-Fraktion, dann mache ich alles selber. Respekt dafür, auch an der Stelle, Kollege Berlino. Und insofern vielleicht als Letztes, meine Frau und meine Tochter mussten mich auch ertragen. Meine Tochter wollte mal wissen, wie das hier funktioniert. Es ist schwer zu erklären im Kind, was wir hier machen. Wenn die hierher kommen und kriegen das mit, denken die immer, wir schlagen uns die Köpfe ein. Wir verstehen uns aber trotzdem, jedenfalls die meisten, auch nachher immer noch ganz gut. Und ein Dank an die Journalistin, die das Ganze hier übertragen. Wir können froh sein, dass wir in diesem Landtag noch eine so gute Landespressekonferenz haben, die das so nach außen transportiert, damit die Menschen wenigstens mitkriegen, was hier diskutiert wird. Ohne die wäre das nämlich gar nicht möglich. Auch dafür ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. So. Und deshalb will ich jetzt schließen. Ich habe in meiner zweiten Rede, habe ich nachgeschaut, einen Ordnungsruf bekommen. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Und insofern habe ich auch daraus gelernt aus meinen Fehlern. Ich hoffe, das können auch andere von sich sagen. Herzlichen Dank und gute Zeit. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Auf eine Ermahnung habe ich bewusst verzichtet wegen der Redezeit. Ich glaube, ich darf mich im Namen des ganzen Hauses herzlich bedanken für Ihren 14-jährigen Einsatz für dieses Land in verschiedenen Funktionen als Abgeordnete und Minister. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles erdenklich Gute.
So, bei den Nächsten gucke ich jetzt wieder auf die Redezeit. Als Nächstes hat das Wort Kollege Möller, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Rentsch, Sie machen es jetzt nicht, einem nicht leicht, zurückzufinden wieder zum Thema der Anträge. 2003, komme ich am Ende noch einmal auf meine Rede ein bisschen dazu. Wir haben ein bisschen was gemeinsam noch. Erstmal bin ich beruhigt, dass die Art Ihres Vortrages zum Glück nicht ganz zu dem passt, was man hätte erwarten können, wenn man die Formulierung Ihres Antrags liest, weil der ist noch ein bisschen grober formuliert. Vorgetragen haben Sie dann doch sehr viele Punkte, die wir eigentlich teilen können. Die Frage ist, glaube ich, bei dem Messen des wirtschaftlichen Erfolges eines Landes, wie man den Erfolg misst. Wenn wir davon ausgehen, dass das Wichtigste ist, dass die Menschen arbeiten, Brot kommen, müssen wir uns einmal die Zahlen angucken, wo Hessen heute im April, also April dieses Jahres, steht. Eine Arbeitslosenquote von rund 5,1 %. Das ist der niedrigste Wert seit 24 Jahren. Insofern lässt sich an dieser einen Zahl feststellen, die Wirtschaft in Hessen brummt. Das Land ist sehr erfolgreich, steht super da, und das hat verschiedene Gründe. Meine Damen und Herren, wofür ist das alles wichtig und richtig, dass wir das heute zur Tagesordnung, auf die Tagesordnung gesetzt haben? Ohne eine florierende Wirtschaft und die damit verbundenen guten Einnahmen könnten wir uns in der Politik über viele Sachen schlichtweg keinen Kopf machen. Irgendwann kommt alles einmal an die Frage der Finanzierung. Irgendwann kommt die Frage der Finanzierbarkeit. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo uns jeder fragt, ist ja alles schön, was ihr in Wiesbaden macht, aber ich habe keinen Job mehr, ich habe keine Perspektive mehr. Wo soll ich einmal hingehen? Deshalb ist es wichtig, dass die Politik ihren Teil dazu beiträgt. Mit ein Grund für die Lage ist natürlich die allgemeine Konjunktur, die Deutschland insgesamt zugutekommt, aber Hessen hier auch im Besonderen. Richtig ist natürlich auch, dass zu einer prosperierenden Wirtschaft immer auch vernünftige wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen und Entscheidungen gehören. Und wir brauchen Unternehmen, wir brauchen Konsumenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich auch Ruhe und Verlässlichkeit, um sich darauf verlassen zu können, was morgen gilt. Seitens des Landes ist immer auch wichtig, begleitend aktivierende Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Und da habe ich einmal einen Wert herausgesucht, der, finde ich, das ganz gut beschreibt, wo Hessen steht. Wir brauchen in Hessen eine innovative, eine neugierige und eine mutige Gründer- und Entwicklerszene. Und nach der KfW-Gründungsmonitor, nach dieser Studie, belegt Hessen bei den Flächenländern hier Platz 1. Man könnte also sagen, Hessen ist Gründerland Nummer 1 in Deutschland. Und das ist eine gute Basis für die Zukunft. Und das müssen wir pflegen, und das sollten wir auch nicht kleinreden. Ein weiteres Beispiel, das ich gerne bringen möchte, wie man Erfolg messen kann, ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Und auch hier legen wir erstmals in Landesgeschichte mit einem Wert von über 2,5 Millionen auf einem Rekordniveau. Betrachten wir die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt, landen wir sogar bei über 3 Millionen. Das ist in der Tat eigentlich der Kern, um das es geht bei einer guten Wirtschaftspolitik. 3 Millionen Menschen sind in Arbeit und Brot. Daran hängen Familien, Freunde, Bekanntekreise. So kann man Menschen im Prinzip konfrontieren mit wichtigen, mit politischen Entscheidungen, auch wenn wir, und Herr Kollege Rentsch sprach es an, wie immer wieder mit konfrontiert werden, dass Unternehmen vor Ort Entscheidungen fällen, mit denen wir nachher in der Politik umgehen müssen. Die Industrie wurde angesprochen vom Kollegen, und darauf möchte ich gerne eingehen. Es gibt von der IHK eine Studie Netzwerk Industrie im Rhein-Main-Gebiet, die zeigt in der Tat auf, dass wir eine stagnierende Beschäftigungszahlen haben im verarbeitenden Gewerbe seit ungefähr 2008. Sie zeigt aber auch auf, dass die Gesamtbeschäftigung in der Netzwerkindustrie um 7 % zunahm. Auch die Bruttoinvestitionen der Industriebetriebe stiegen im gleichen Zeitraum um 8 %. Das gibt Hoffnung, dass sich die Situation stabil hält. Die Frage war, was die Landesregierung dazu macht. Wir haben unlängst im Plenum schon einmal einen Antrag gehabt zum Thema Gesundheitsindustrie. Wir haben die Einrichtung House of Pharma and Healthcare, und wir haben vor allem das mit mittlerweile 600 Millionen € umfassende Programm LOEWE. Jeder von uns war wahrscheinlich schon einmal dabei oder hat mitbekommen, wie wir damit gezielt Initiativen fördern und unterstützen können, aus denen mal etwas hervorgehen kann, was zum Gesamtkunstwerk des erfolgreichen Hessen-Standorts nachher beitragen kann. Der gesamte Erfolg allerdings stellt uns auch für Herausforderungen.
Wir müssen in Zukunft Fragen beantworten, wie wir beispielsweise die Fachkräfte sichern können, wie können wir Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter ausbauen und fördern, wie schaffen wir Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung in einer immer schneller sich ändernden Arbeitswelt. Wie schaffen wir es, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Da meine ich nicht nur die Menschen, die vor Kurzem hergekommen sind und auf Dauer hierbleiben werden, sondern ich meine alle die, die ihren Weg ins Rhein-Main-Gebiet vor allem finden, in der Hoffnung, hier eine bessere Perspektive zu haben. Wir haben dort eine Stabsstelle Fachkräftesicherung angesiedelt bei der Landesregierung, die bündeln soll, Impulse, Bedarfe, Lösungsansätze und das Ganze ein bisschen koordiniert. Weitere Herausforderungen, die wir haben, ist eine Aufrechterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur. Wir müssen das Verkehrswegenetz so entwickeln, dass wir auch künftig eine Erreichbarkeit gewährleisten können, nicht nur innerhalb des Wirtschaftszyklus, sondern auch für die 400.000 Pendler innerhalb Hessens. Dazu wurden die Mittel für Planung und Bauabwicklung von 33,5 Millionen € im Jahre 2013 auf in diesem Jahr 54 Millionen € erhöht. Kollege Rentsch sprach das dankenswerterweise an. Das ist auch notwendig. Wir werden sogar im 2018 die Mittel weiter erhöhen. Die reinen Baumittel wurden zudem von 90 auf 99 Millionen € erhöht. Insgesamt bewegen sich Investitionen damit auf einem Rekordniveau. Und da wir nicht alles in der Zukunft verkehrlich über die Straße abwickeln können, wurde die Finanzierung des ÖPNV auf neue Beine gestellt. Und auch in den Schienennahverkehr und den Schienenverkehr werden entsprechende Mittel fließen müssen. Meine Damen und Herren, eine wichtige Aufgabe für die Zukunft, für den Standort Hessen und für die Beibehaltung des Erfolges dieses Standortes wird auch sein, mit welcher Konsequenz wir die Digitalisierung und den Ausbau digitaler Netze vorantreiben. Wir haben hier das Ziel, dass wir bis 2020 60% der Haushalte mit 400 Mbit-Anschlüssen versorgen werden. Das wird wichtig sein, nicht nur innerhalb der prosperierenden Region um Rhein-Main herum, sondern natürlich auch zur Beantwortung mancher Fragen mit Stadt-Land-Gefälle und mit der Schaffung von Arbeitsplätzen außerhalb der großen Zentren, mehr auf dem Land. Denn dort wird es maßgeblich entscheidend sein, wie die Anbindung an die Zentralen erfolgen kann. Aber wir werden auch in den kommenden Jahren ein paar Herausforderungen haben, die wir von hier aus kaum beeinflussen können. Die Folgen von Brexit und die absehbaren Folgen einer wie auch immer gearteten neuen Wirtschaftspolitik in den USA wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Wir werden das hier im Landtag kaum beeinflussen können. Und trotzdem geht es um eine Größe von ungefähr 20% der Exporte der hessischen Wirtschaft, sodass das ein sehr, sehr spannendes und sehr herausragendes Thema sein wird, auch in der Bewertung künftiger Zahlen. Wir haben das Glück, den Finanzplatz Frankfurt als den wohl stärksten Finanzplatz auf dem Kontinent zu haben. Und gleichzeitig bietet dies eine Herausforderung. Und das haben wir vor ein paar Jahren sehen können, wie schnell dieses Glück zu einer Herausforderung werden kann im Rahmen der Finanzkrise. Auch hier wird sich noch zeigen, was die Folgen des Brexit sein werden. Unternehmerische Entscheidungen, die Prognosen unerwartet beeinflussen können, müssen wir hier heute außen vor lassen. Meine Damen und Herren, Hessen ist ein außerordentlich erfolgreiches Land. Unser Land ist mit all seinen Stärken eine der erfolgreichsten und nach wie vor leistungsfähigsten Regionen Deutschlands und Europas. Ich glaube sehr wohl, dass wir hier eine Ausgangssituation und Grundlagen haben, um die uns viele, viele Regionen beneiden. Allein die Zahlen, die ich vordruck, soll darstellen, dass Hessen auf einem guten Weg ist seit vielen Jahren und dass wir alles dazu beitragen müssen, dass dies auch so bleibt. Und Hessen bietet durchaus Möglichkeiten und Grundlagen, aufgrund derer wir gute Hoffnung sein können. Wir haben mit über 13 Hochschulen eine Ausbildungsdichte wie fast nirgendwo in der Republik. Wir haben 30 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Technologie- und Gründerzentren. Hessen ist in dieser Beziehung für die Zukunft gut aufgestellt. Mit dem Finanzkraft Frankfurt und allen daran geknüpften Dienstleistungen haben wir einen Garant für eine gute Entwicklung in Frankfurt und für einen Jobmotor par excellence. Die Zentralität unseres Landes, die Verkehrsdrehkreuze um Frankfurt herum, der Flughafen, die Schienenverbindungen in alle Richtungen, die Autobahnen, alles das sind Basis für einen weiteren Erfolg. Und das darf nicht unerwähnt bleiben, wovon wir auch profitieren, ist die Leistungsfähigkeit und Bereitschaft von Unternehmern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen,
Ihren Beitrag dazu zu leisten, dass Hessen so erfolgreich dasteht, wie wir es heute besichtigen können. Meine Damen und Herren, ich denke, wir haben eine gute Grundlage. Die meisten Regionen können uns darum beneiden. Und ich bin froh, dass Kollege Rentsch in seinem Vortrag viele Punkte bestätigt hat und sich primär auf die Frage der Industrie und des Standortes beschränkt. Das ist er im Raum? Nein. 2003, ich muss ein kurzes Wort zu sagen, dann mache ich dann auch Schluss mit etwas Persönlichem. Der Kollege Rentsch, die Frau Faeser und der Kollege Wagner, glaube ich, und meine Wenigkeit, wir kamen, glaube ich, 2003 zusammen rein und hatten damals so eine skurrile Home-Story zu machen als völlige Neulinge mit dem Hessischen Rundfunk. Da war der Herr Rentsch auch dabei. Wir haben uns alle irgendwo filmen lassen, keiner wusste genau wo. Wissen Sie, wo der Herr Rentsch sich hat filmen lassen? Am Rednerpult. War noch nicht im Landtag und hat sich filmen lassen, war vielleicht ein bisschen ein Ohm. Kollege Möller, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Mache ich gerne. Das ist eine Punktlandung. Auch wenn es der Herr Rentsch, na, vielleicht bekommt das mit. Ich möchte Ihnen abschließend danken für Ihr Engagement in den letzten vielen Jahren hier im Landtag und darüber hinaus. Es ist ein schönes Gefühl, irgendwie zusammen hier eingezogen zu sein. Dann bin ich wieder gegangen, jetzt bin ich wieder da, jetzt gehen Sie. Hätten wir ein bisschen besser absprechen können. Ich wünsche meinen Kollegen alles Gute für die Zukunft, viel Spaß bei der neuen Aufgabe. Und wie sagt man so schön, die Welt ist klein, man sieht sich gerne wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Krüger für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und jetzt ist der Kollege Rentsch leider gerade nicht da. Ich wollte nämlich etwas Außergewöhnliches machen. Meine ersten Worte sollten sein, Kollege Rentsch hat recht. Aber Sie sind es dennoch. Kollege Rentsch hat recht. An die Landesregierung gerichtet hat er gesagt, wer Platz 5 des Europäischen Innovationsindex erreichen will, sollte nicht von Platz 7 auf Platz 10 zurückfallen. Und das ist in der Tat etwas, wo er absolut recht hatte in seiner Rede. Die Landesregierung hat sich viel vorgenommen, was Wirtschafts- und Industriepolitik angeht. Allerdings sind die Zahlen, die messbar sind, im Verhältnis zu dem, was sie sich vorgenommen haben, nicht ganz so gut, wie sie in ihrem eigenen Antrag jetzt schreiben. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Europäischen Innovationsindex, sondern auch der Anteil interner Forschung und Entwicklungsausgaben am BIP. Ach, da ist er wieder. Kollege Rentsch, Sie haben versäumt. Ich habe Ihnen gerade recht gegeben. Aber ich werde vielleicht, gleich noch bei einem anderen Punkt auch noch einmal dazu kommen, dies dann in Ihrer Gegenwart zu tun. Und also der Anteil der Forschung und Entwicklungsausgaben in Hessen liegt bei nur 2,88%. Damit liegt Hessen deutschlandweit nur auf dem 5. Platz. Baden-Württemberg hat den 1. Platz mit 4,91%, Bayern den 2. mit 3,17%. Und dort sind auch die Forschungs- und Entwicklungsausgaben im öffentlichen Sektor deutlich höher. Damit verfehlt Hessen das Ziel der Europa 2020-Strategie, der Hightech-Strategie, die einen Anteil von 3% anstreben. Also sieht alles nicht so rosig aus, wie das dargestellt wird. Und insofern hat auch da der Kollege Rentsch, wenn er sagt, man sollte sich mal genau anschauen, wie da die Entwicklung im Augenblick aussieht. Und wo der Kollege Rentsch auch recht hat, ist bei der Bildungspolitik. Er hat darauf hingewiesen, dass in Zukunft die Kenntnis von Programmiersprachen bzw. die Unkenntnis von Programmiersprachen eine Form von Analphabetismus darstellen könnte. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Mein Sohn wollte gerne Informatik jetzt in der Oberstufe nehmen. Er kann das Fach nicht belegen, weil es dafür keine Lehrer gibt. Und von der Schulleitung wurde das Ganze dann begründet, mit dem wunderschönen Satz, es ginge ja vor allen Dingen zunächst einmal erst um humanistische Bildung und gar nicht so sehr um berufspraktische Fragen. Er kann aber auch nicht ohne weiteres die Schule wechseln, weil auch der Schulwechsel ist nicht so einfach in Hessen, wenn jemand z.B. wegen eines Faches wechseln will. Ich finde, da liegt noch einiges im Argen. Das sind aber Fragen,
die die Fähigkeiten hessischer Schülerinnen und Schüler und später Angestellten ganz maßgeblich beeinflussen. Kann jemand eine Programmiersprache? Ist er fit in Informatik? Und ich kann Ihnen berichten aus Unternehmensbesuchen, das ist etwas, was von den Unternehmen ganz massiv abgefragt wird und was gewünscht wird. Und auch da müssen wir noch ordentlich zulegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei der Energiepolitik, Herr Rentsch, muss ich Ihnen allerdings widersprechen. Das wäre jetzt zu viel des Guten gewesen. Ich vermisse bei der FDP natürlich vor allen Dingen immer das Verständnis, dass Energiewende, und da sind die Kollegen von der CDU schon viel weiter, das Verständnis, dass Energiewende immer auch in gut, mit Ausnahmen, Herr Irmer, dass Energiewende auch Industriepolitik bedeutet und gerade in Hessen Industriepolitik bedeutet. Ich kann Ihnen berichten, ich war jetzt auf der Hannover Messe. Und ich kann wirklich jedem, der bezweifelt, dass Energiewende Industriepolitik ist, nur sehr empfehlen, mal auf die Hannover Messe zu fahren und sich das dort anzugucken. Ein großer Teil der Unternehmen, die dort sehr erfolgreich sind und ihre Produkte zeigen, verdanken den letzten großen Innovationsschub ihrer Produkte verdanken sie der Energiewende. Und das sind Fissmann, Rittal, Bosch Thermotechnik, viele Chemie- und Verbundtechnikunternehmen. Also von daher, man darf nicht übersehen, welche massive Innovationspolitik hier auch mit der Energiewende angestoßen worden ist. Und wer das übersieht, der hat Innovationspolitik meiner Meinung nach nicht vollständig durchdrungen, meine Damen und Herren. Ebenso wie natürlich die Frage, wozu das EEG eigentlich gut ist. Aber da kann ich nur anbieten, da kann man sich gerne noch einmal zusammensetzen. Ich kann das gerne noch einmal erklären. Die Degression war ja von Anfang an drin. Die Vorstellung nämlich, dass die Förderung, die ja keine Subvention ist, sondern eine Umlage, dass diese Förderung von Anfang an geplant irgendwann bei Null landen wird, weil die Umlagen ja immer weiter in die Degression gehen sollen. Von daher ist also die Kritik an dem EEG meiner Meinung nach nicht gerade von besonders großer Sachkenntnis. Aber das ist halt eben ein Punkt, über den wir hier auch sehr häufig gestritten haben. Deswegen war es wichtig, auf diesen Punkt noch einmal hinzuweisen. Kommen wir noch einmal zurück zur Landesregierung und zur Wirtschaftspolitik der Landesregierung. Ein Punkt ist mir noch einmal sehr wichtig, den zu unterstreichen. Wir haben viele Initiativen der Landesregierung, insbesondere in Bezug auf Industriepolitik. Das ist auch gut so. Was allerdings dabei auffällt, ist, dass seltsamerweise die Beschäftigten und die Gewerkschaften dabei eine nur sehr geringe Rolle spielen, meine Damen und Herren. Das ist vor dem Hintergrund, dass die Gewerkschaften und die Beschäftigten die Prozesse, um die es hier geht, ja massiv mittragen müssen, und dass wir ja auch die Erfahrung haben, dass Gewerkschaften eine große Rolle dabei spielen, ja sogar häufig eine tragende Rolle dabei spielen, meiner Meinung nach und unserer Meinung nach eine falsche Strategie. In anderen Bundesländern ist das längst verstanden worden. Da gibt es Bündnisse für Industrie oder Industrieinitiativen oder wirtschaftspolitische Initiativen, die nach dem Trialogprinzip organisiert sind. Das heißt, da sitzen nicht nur die Regierung und die Wirtschaft, also die Wirtschaftsverbände an einem Tisch, sondern da sind die Gewerkschaften und die Vertretungen der Beschäftigten immer mit dabei. Unserer Meinung nach kann man das gar nicht anders organisieren, und es ist einigermaßen erstaunlich, dass das hier in Hessen immer noch nicht verstanden wird. Das Gleiche gilt für die Frage der sozialen Kriterien in der Wirtschaftsförderung. Wir haben ja eine Reihe von Wirtschaftsförderungsinstrumenten, z.B. EFRE, z.B. GWR. Aber in Hessen gibt es noch nicht einmal eine Diskussion darüber, wie wir soziale Kriterien in die Wirtschaftsförderung einbinden können. Das führt dazu, dass z.B. die Frage, wie viele Unternehmen, die gefördert werden, eigentlich einen Betriebsrat haben, beantwortet werden muss,
mit der eigentlich ziemlich peinlichen Zahl 15%. Nur 15% der geförderten Unternehmen haben einen Betriebsrat. Aus unserer Sicht ist das falsche Industriepolitik, weil wir wollen natürlich Unternehmen fördern, die sich auch an die Gesetze halten. Und es gibt nun einmal ein Betriebsverfassungsgesetz. Warum also sollen wir Unternehmen fördern, die sich daran nicht halten, meine Damen und Herren? Das Gleiche gilt für die Zahlung von Tariflöhnen. Ja, ich weiß, die Landesregierung sagt, Mindestlöhne sollen eingehalten werden. Klar, ist inzwischen ja auch gesetzlich verpflichtet. Und es soll dauerhafte Beschäftigung gefördert werden. Aber worüber wir eigentlich reden müssen, ist, wir sollten eigentlich nur Unternehmen fördern, die nach Tariflöhnen bezahlen und nicht nur nach Mindestlöhnen, meine Damen und Herren. Von daher gibt es in der hessischen Wirtschaftspolitik noch einiges zu tun. Und wir werden das, Kollege Rentsch, dann in Zukunft ohne Sie machen. Ich kann Ihnen im Namen meiner Fraktion sagen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, die Debatten waren aus unserer Sicht konstruktiv. Wir haben hoffentlich voneinander auch gelernt. Zumindest haben wir uns im Sinne des Landes und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger immer darum bemüht, eine Position zu finden, die zum Guten des Landes ist. Ich wünsche Ihnen auch im Namen meiner Fraktion alles Gute für Ihre berufliche Zukunft und vor allen Dingen Gesundheit, ohne die ja alles nichts ist. Und ansonsten viel Glück und Gottes Segen. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Wissler für DIE LINKE. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde, wenn wir über die Industrie in Hessen reden, dann sollten wir als Erstes einmal die Menschen würdigen, die tagtäglich in der Industrie arbeiten, die den Wohlstand in diesem Land erarbeiten. Das kam mir doch in den Anträgen ein bisschen kurz, und deswegen möchte ich damit beginnen. Meine Damen und Herren, wenn ich mir den Antrag der FDP anschaue, und Herr Rentsch, recht geben kann ich Ihnen auch heute nicht, aber ich glaube, das würde Sie an Ihrem letzten, vorletzten Tag hier im Landtag auch nur unnötig verstören, wenn ich Ihnen recht geben würde. Wir machen so weiter wie bisher, genau. Ihr Antrag hat ja wenig Neues. Es ist das, was die FDP eigentlich immer sagt, kurz zusammengefasst, Klimaschutzplan, der Schutz vor giftiger Atemluft in den Städten oder vor Fluglärm, Windkraftausbau und erneuerbare Energien, all das belastet angeblich die arme hessische Wirtschaft. Und Sie wollen, so steht es ja in Ihrem Antrag, alle Diskussionen und Planungen, die den Industriestandort Hessen belasten, sofort beenden. Stattdessen wollen Sie eigentlich am besten nur noch Straßen bauen. Das vielleicht etwas verkürzt, aber ich glaube, im Wesentlichen ist das die Grundaussage Ihres Antrags. Und ich finde, meine Damen und Herren, das alles hat mit einer zukunftsgerichteten Industriepolitik, die gesellschaftlichen Wohlstand schafft und gute Arbeit sichert, ziemlich wenig zu tun. Trotz der Industrieapokalypse, die Sie ja teilweise hier hinaufbeschwört haben, gehören Hessen und das Rhein-Main-Gebiet zu den am stärksten prosperierenden Regionen Europas. Und dafür verantwortlich, das habe ich eben schon angesprochen, sind eben vor allem die Menschen, die tagtäglich Werte erschaffen, sei es am Band, in der Werkstatt. Das sind die Menschen, denen dieser Wohlstand zu verdanken ist. Und diese Menschen müssen gut entlohnt werden. Über ein Jahrzehnt ist der Reallohn stagniert oder sogar gesunken. Erst 2014 wurde das Reallohnniveau von 2000 wieder übertroffen. Am Tiefpunkt 2009 lagen die realen Bruttolöhne um 4,3% niedriger als im Jahr 2000. Auch das ist eine Folge der Deregulierung am Arbeitsmarkt und des wachsenden Niedriglohnsektors. Und ich finde, da will ich dem Kollegen Krüger explizit recht geben. Ich finde, in der Tat muss auch bei der Frage Industrieförderung natürlich berücksichtigt werden, ob sich Unternehmen an Tarifverträge halten, ob das Betriebsverfassungsgesetz eingehalten ist, die Mitbestimmungsrechte garantiert sind. All das finde ich in der Tat auch wichtig, wenn wir über das Thema Industrieförderung sprechen. Natürlich
brauchen wir nach Jahren des Kürzens, nach immer weiter sinkenden Investitionsquoten, immer im Namen der Schuldenbremse. Ich habe ja nie verstanden, was daran generationengerecht sein soll, wenn wir unseren Kindern und Enkeln mal irgendwann eine marode Infrastruktur vererben. Natürlich brauchen wir mehr Investitionen. Und das betrifft viel mehr Lebensbereiche, als die FDP hier in ihrem Antrag aufgezeigt hat, wo es ja vor allem darum geht, möglichst viele Straßen zu asphaltieren. Ja, die ausbleibenden Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur beeinträchtigen die Lebensqualität der Menschen und das Funktionieren von Wirtschaftskreisläufen. Die zusehends zerbröselnden Straßenbrücken und verfallenen Bahnhöfe sind nur die auffälligsten Spitzen des Eisbergs. Und gerade das rasant wachsende Rhein-Main-Gebiet bräuchte dringend eine erhebliche Kapazitätserweiterung im Bereich des ÖPNV, dessen Zustand seit dem Ende der 80er Jahre weitgehend stagniert. Stattdessen richten Sie vor allem den Blick wieder in Richtung Flughafen und die Frage des Flughafenausbaus. Wir haben das eben schon lange diskutiert. Dieser Flughafen kann nicht immer weiter wachsen, weil er eben inmitten eines Ballungsgebietes liegt. Deswegen wird auch hier der ganze Irrsinn dieser Wachstumslogik deutlich, die Sie in Ihrem Antrag abfeiern. Bei begrenzten Ressourcen, im Fall des Flughafens, der Platz und die Belastbarkeit der Anwohner und der Umwelt, kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. Und deshalb ist Ihre Ablehnung jeglicher Kapazitätsbeschränkung des Flughafens absolut kontraproduktiv, zumal man ja anmerken muss, dass die Kapazitätsbeschränkungen, die Schwarz-Grün dem Flughafen auferlegt, ja relativ folgenlos in der Praxis sind. Deswegen fliegt ja kein Flugzeug weniger, sondern in Zukunft vermutlich noch mehr, meine Damen und Herren. Ich will auch noch etwas sagen zum Lieblingsfeind der Don Quixote-Partei FDP im Kampf gegen die Windräder, den Klimaschutz und das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Wir haben die Situation, dass wir nicht zu viel Klimaschutz und nicht zu viel Energiewende haben, sondern dass die Bemühungen heute längst nicht ausreichen. Sie reichen nicht aus, um das internationale Klimaabkommen von Paris, das vereinbarte Ziel, die Klimaerwärmung von 1,5 Grad auf 1,5 Grad zu begrenzen, zu erreichen. Und sie reichen nicht aus, um diese Klimaschutzziele wirksam umzusetzen. Ja, natürlich schränken, das ist, was die FDP ja beklagt, natürlich schränken Maßnahmen zum Klimaschutz die Industrie in ihrer unternehmerischen Freiheit ein. Das ist richtig, und das sollen sie ja. Denn die Betriebe, die sich nicht anpassen, die sich nicht modernisieren und schmutzig bleiben wollen, die werden keine Zukunft haben letztlich. Das heißt, die Modernisierung der Industrie in Hessen macht sie erst zukunftsfähig. Ich finde es wichtig, das auch politisch zu flankieren. Wir werden Umbrüche erleben, und die Automobilindustrie ist das beste Beispiel. Ich glaube schon, dass man auf einen solchen Umbau einer Industrie auch politische Maßnahmen braucht, um das zu begleiten, damit eben auch gerade die Arbeitsplätze gesichert sind. Deswegen finde ich die Debatte um die Industrierabatte im EEG absolut kontraproduktiv. Sie verteuern den Strom für andere Unternehmen und Privatkunden, und sie belohnen doch quasi die alte, schmutzige Industrie. Energieverschwendung in der Industrie wird doch damit quasi gefördert. Wer zu viel Energie einspart, droht, aus der Ausnahmeregelung zu fallen. Und deshalb, finde ich, macht sich die jetzige Bundesregierung mitschuldig an der steigenden EEG-Umlage und letztlich an der Sabotage der Klimaziele. Auch in Hessen, würde ich sagen, wäre sehr viel mehr möglich im Bereich des Klimaschutzes. Auch hier müsste beim Klimaschutz einiges mehr passieren, als das in der Realität der Fall ist. Nun sorgen Sie sich um die Innovationskraft des Bundeslandes Hessen. Aber das stärkt man ja nicht durch Straßen oder durch Flugzeuge. Innovation findet z. B. an den Hochschulen statt. Dort müsste mehr Geld reinfließen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir eine andere Wohnungspolitik haben, damit eben die Menschen, die an den Hochschulen studieren, auch Wohnraum zur Verfügung haben. Deswegen gute Industriepolitik ist mehr als Profitmaximierung für die Konzerne bei gleichzeitiger Abschaffung von Sozial- und Umweltstandards und dem Bau möglichst vieler Straßen. Wir wollen eine Wirtschaft, die den Menschen die gute Arbeit schafft, und das weitgehend im Einklang mit Mensch und Natur, meine Damen und Herren. Und
ja, wir wollen eine deutliche Steigerung öffentlicher Investitionen in Bildung, in Gesundheit, in Klimaschutz, in Infrastruktur und Mobilität. Und das kommt den Menschen und ihrer Lebensqualität direkt zugute und stärkt so natürlich auch die Wirtschaft. Wir wollen gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen besser schützen, und wir wollen eine größere Unterstützung der Unternehmen, die ihre Produktion umstellen auf energie- und rohstoffeffiziente Verfahren und Qualitätsprodukte. In diesem Sinne müsste die Wirtschaftsförderung und die Industriepolitik des Landes neu ausgerichtet und stärker den sozialen Zielen und dem Erhalt von Arbeitsplätzen verpflichtet werden. Bei Insolvenzen und Massenentlassungen zum Beispiel wäre auch mein Anspruch, dass eine Landesregierung da aktiv eingreift und sich auf die Seite der Beschäftigten stellt, meine Damen und Herren. Kurzum, die Landesregierung könnte einiges mehr tun, um gute Arbeitsplätze, um eine saubere, wohlstandsschaffende Industrie zum Nutzen aller zusammenzubringen. Und das ist unser Punkt bei diesem Antrag, meine Damen und Herren. Ja, lieber Florian Rentsch, Sie haben eben gesagt, Sie haben die letzte Rede eben gehalten hier im Landtag. Ich finde, es entbehrt ja nicht einer gewissen Komik, dass Sie die FDP-Fraktion verlassen, um Genosse zu werden, weil sie wechseln ja zum Bundesverband der genossenschaftlichen Sparda-Banken. Ich würde sagen, zu sagen, dass wir beide nicht immer einer Meinung waren, wäre vielleicht eine kleine Untertreibung der Tatsachen. Trotzdem haben wir mal den einen oder anderen Antrag auch zusammen gemacht. Vielen Dank dafür. Bleibt mir noch, Ihnen persönlich und Ihrer Familie alles Gute zu wünschen für die neue Tätigkeit und vor allem auch persönlich alles Gute und vor allem Gesundheit. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Klose, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde, ja, die FDP hat für diesen Setzpunkt sich einen guten Titel überlegt. Wirtschafts- und Industriestandort Hessen stärken. Sie haben einen wirklich guten Titel gewählt, weil dieser Titel genau das beschreibt, was diese Koalition aus CDU und GRÜNEN seit mehr als drei Jahren erfolgreich tut. Wir stärken den Wirtschafts- und Industriestandort Hessen genau so, wie wir es uns in unserem Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Wir erhalten die Leistungsfähigkeit der hessischen Wirtschaft, und wir wahren dabei die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie, weil Wirtschaft für uns nämlich kein Selbstzweck ist. Und genau das unterscheidet die Politik dieser Landesregierung auch vom Verständnis der FDP. Wir setzen eben nicht auf den Markt allein. Diese Landesregierung tritt ein für eine soziale und ökologische Marktwirtschaft, die vor allem den Menschen dient, ihren Wohlstand sichert und ausbaut. Und uns ist sehr bewusst, dass es eine Vielzahl nationaler und internationaler, kleiner, großer und mittelständischer Unternehmen ist, die Tausende von Menschen in Hessen beschäftigen, denen diese Menschen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und mit denen sie sich identifizieren. Wir bedanken uns bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, genauso aber bei den Beschäftigten, ohne die die Erfolge der hessischen Wirtschaft nicht möglich wären. Meine Damen und Herren, wirtschaftliches Geschehen ist stets ein dynamischer Prozess. Wer stehen bleibt, verliert. Und da wir als Landesregierung ja einen Teil des Rahmens setzen, in dem sich hessische Unternehmen bewegen, ist uns eines besonders wichtig. Wir werden die große kreative Vielfalt und die große Innovationskraft, die daraus erwächst und der wir in Hessen begegnen, weiter gezielt unterstützen, weil wir eben wissen, dass stetige Dynamik auch stetige Anpassung erfordert. Wirtschaftliche Dynamik, der Schutz von Umwelt und Natur, sichere Arbeitsplätze und nachhaltige Produktionsprozesse sind uns gleichermaßen wichtig, und damit setzen wir auf die richtige Balance, weil wir die langen Linien im Blick haben und weil es 2017 ist. Meine Damen und Herren, heute ist ein sehr guter Zeitpunkt, eine wirtschaftspolitische Zwischenbilanz zu ziehen. Die hessische Arbeitslosenquote im April, heute bekanntlich veröffentlicht, betrug 5,1 %. Erneut liegt sie damit deutlich unter dem westdeutschen Durchschnitt. Und gleichzeitig ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in unserem Bundesland erstmals über 2,5 Millionen geklettert. Hessen hat also unter Verantwortung eines grünen Wirtschaftsministers die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 26 Jahren
und so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie noch nie. Das ist doch ein echter Grund zur Freude. Und weil wir die langen Linien im Blick haben, will ich auch eine solche Zwischenbilanz in den historischen Zusammenhang stellen, in den sie gehört. Vor 26 Jahren haben wir im Westen der Republik noch die Ausläufer eines Booms erlebt, der durch die Wiedervereinigung und den großen Nachholbedarf im Osten ausgelöst war. Viele Investitionen sind dorthin geflossen. Nur langsam entstanden Unternehmen, die wirklich im Wettbewerb bestehen konnten. Die Investitionen wurden vor allem darauf konzentriert, die Infrastruktur dort instand zu setzen und den modernen Bedarf anzupassen. Das ist für uns auch heute deshalb noch relevant, weil ein guter Teil des Nachholbedarfs im Westen genau aus jener Zeit stammt. Schlagwortartig die Dotcom-Blase 2000, die ja rasch auch eine Bankenkrise nach sich zog, die insbesondere die vier damaligen deutschen Großbanken traf. Die Lehman-Pleite 2008 und die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, von der Deutschland mit seiner starken Exportorientierung überproportional betroffen war, Hessen im Besonderen. Und nennen will ich außerdem auch noch die Nuklearkatastrophe von Fukushima, die bekanntlich 2011 die Energiepolitik noch einmal ganz entscheidend verändert hat. Und dieser kleine Rückblick gemeinsam mit der zuvor genannten äußerst positiven Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zeigt mindestens zweierlei. Erstens. Wir sehen heute, dass die hessische Wirtschaft trotz ihrer erheblichen Abhängigkeit vom Finanzplatz Frankfurt besser aus den zahlreichen Krisen und Herausforderungen der letzten Jahrzehnte hervorgegangen ist, als dies zu erwarten war, aber auch, dass der Prozess des strukturellen Wandels gerade erst begonnen hat. Und deshalb ist doch völlig klar, ein Zurück in eine vermeintlich heile wirtschafts- und industriepolitische Vergangenheit, wie Sie es in Ihrem Antrag beschreiben, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der FDP, kann und wird es nicht geben. Und deshalb, meine Damen und Herren, werden wir auch keinen Weg zurück verfolgen, sondern nach vorne blicken. Das sehr konkret auf einige wichtige Felder will ich dezidiert eingehen. Besonders beschäftigt uns ja alle gemeinsam das Megathema Digitalisierung. Die Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt in allen Bereichen unseres Zusammenlebens, beschleunigt den Wandel. Sie eröffnet eine Vielzahl neuer Wege der Information und der Kommunikation. Und mit der Strategie Digitales Hessen, die Wirtschaftsminister Al-Wazir im vergangenen Jahr vorgestellt hat, hat die Landesregierung die richtigen Maßnahmen beschrieben, um diesem Megathema zu begegnen. Digitalisierte Wirtschaftsprozesse sorgen einerseits zwar dafür, dass wir einen bequemeren und schnelleren Zugang zu einer unüberschaubaren Fülle von Waren und Dienstleistungen erhalten und Industrieprodukte immer stärker auf persönliche Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten werden können. Doch gleichzeitig verändert die Digitalisierung natürlich auch unser Arbeitsleben und bringt negative Effekte mit sich. Menschliche Arbeitskraft wird durch Maschinen ersetzt. Das ist nun kein ganz neuer Effekt, aber eben in einem nie dagewesenen Tempo. Manche Berufsbilder verschwinden ganz, es entstehen neue Arbeitsplätze, die vollkommen neue Fähigkeiten und Kenntnisse voraussetzen. Und diese Veränderungen der Arbeitswelt erzeugen eben auch Angst und Unsicherheit und sind damit Nährboden für Populismus und Protektionismus. Dennoch bringt die Digitalisierung wie jeder Strukturwandel Gewinner und Verlierer mit sich. Die Zahl der in Hessen ansässigen Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie wächst. Gleiches gilt für die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Branche und den dort generierten Umsatz. Ich finde, jedes Land kann sich über Unternehmen aus Branchen freuen, deren Bedeutung wächst. Sie verdienen unsere besondere Beachtung und Förderung. Die Vernetzung der Wertschöpfungsprozesse über Unternehmensgrenzen hinweg ermöglicht es, stärker auf Just-in-Time-Produktion zu setzen und so auf Lagerhaltung zu verzichten. Werden aber in diesem Sinne Wertschöpfungs- und Lieferketten optimiert, das betrifft dann vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden und darüber hinaus bis zum Recycling tatsächlich alle, dann spart dies Ressourcen. Und damit sind dann nicht nur bedeutende ökonomische, sondern eben auch ökologische Gewinne verbunden. Gleichzeitig ist die umso dringlichere Aufgabe, innovative Lösungen für die Probleme der Lieferwege zu finden. Auch daran arbeitet diese Landesregierung. Ich nenne diese Beispiele, weil sie den Kern unserer wirtschaftspolitischen Agenda als Koalition beschreiben. Ökonomie und Ökologie zu versöhnen,
sie als Chance, nicht als Widerspruch zu betrachten und so mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben. Und damit komme ich zur Energiepolitik. Da muss ich schon sagen, Ihre Angst, die Angst der FDP vor Veränderungen, dringt Ihnen gerade in diesem Bereich ja seit ein paar Jahren leider aus jeder Pore. Statt die Chancen zu nutzen, die nach Fukushima und aufgrund der Klimakatastrophe im Umbau unserer Energieerzeugung liegen, stemmen Sie sich dagegen, weil Sie auf kleine politische Geländegewinne hoffen. Der Klimaschutzplan der Landesregierung, den Sie jedenfalls in Ihrem Antrag zu einer Art wirtschaftspolitischem Gott sei bei uns stilisieren, wird den Ausstoß schädlicher Klimagase deutlich reduzieren, die negativen Folgen des Klimawandels vermindern und der Wirtschaft neue Möglichkeiten eröffnen. Das liegt im Interesse der gesamten Wirtschaft, gerade aber eben auch der energieintensiven Branchen. Ich war erst kürzlich zu Gast bei der Internationalen Sanitär- und Heizungsmesse in Frankfurt und habe dort mit vielen Unternehmen gesprochen. Die setzen genau auf diese Chancen, und sie nutzen sie längst intensiv. Den Weg zurück in die Vergangenheit, den Sie beschreiben, wird niemand mit Ihnen gehen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, Frankfurt ist der führende Finanzplatz Kontinentaleuropas. Seine Bedeutung wächst noch durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, den wir bedauern. Und deshalb kann keine wirtschaftspolitische Debatte, gerade in Hessen, nur auf die sogenannte Realwirtschaft blicken. Hier bei uns hat die Finanzwirtschaft eine Bedeutung wie sonst in keinem anderen Bundesland, und der Veränderungsbedarf dort ist nach wie vor hoch. Der Finanzsektor sendet auch aktuell zahlreiche Alarmsignale aus, und das, was wir in den letzten Tagen beispielsweise aus der Commerzbank hören, zeigt genau das ja drastisch. Darauf müssen die Banken selbst, aber auch der Finanzplatz insgesamt adäquate Antworten finden. Zum Thema Fintechs und den Chancen, die darin liegen, haben wir ja zuletzt auch schon ausführlich gesprochen. Wir sehen den nötigen Strukturwandel also nicht in erster Linie als Bedrohung für den Wirtschaftsstandort. Wir betonen vielmehr die Chancen, die in jedem Wandel stecken, und wir wollen diese Chancen konsequent nutzen. Und deshalb ist dieses Bild vom zerbröselnden Jammertal, das in dem Antrag jedenfalls gezeichnet wird, Herr Kollege, Sie müssten zum Ende kommen. Von der Realität. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Abschließend, lieber Kollege Florian Rentsch, Sie haben sich entschieden, den Hessischen Landtag und damit ja auch uns alle, Ihre Kolleginnen und Kollegen, zu verlassen, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Sparda-Banken zu werden. Ich will mich deshalb ganz ungeachtet aller inhaltlicher und grundsätzlicher Differenzen seitens meiner Fraktion für Ihre engagierte Arbeit für unser Land, sei es hier im Landtag oder in der Landesregierung, bedanken und wünsche Ihnen für Ihre künftige Tätigkeit eine glückliche Hand, viel Erfolg und persönlich alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Klose. Als Nächster spricht nun Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sparda-Bank, Genossenschaftsbank, lieber Genosse Rentsch. Das Gute an der Sparda-Bank ist ja nicht nur, dass sie zum Genossenschaftssektor gehört, sondern dass sie auch jedenfalls mit der Sparda-Bank Hessen Namensgeber für den Biberer Berg in Offenbach ist. Also, ich freue mich dann. Ich freue mich dann, wenn das Mitglied von Borussia Dortmund und Wien Wiesbaden dann öfter einmal zu Gast ist bei den Heimspielen von Kickers Offenbach. Da freue ich mich schon drauf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich will das einmal so sagen. Natürlich, einerseits haben wir hier eine Plenardebatte, wo es um einen Antrag geht, den die FDP gestellt hat, um einen Antrag, den die Koalition dagegen gestellt hat. Und gleichzeitig ist es natürlich die letzte Rede des Kollegen Rentsch. Und um es gleich vor abzusagen, natürlich, lieber Kollege Rentsch, in der Sache hatten Sie immer Unrecht. Aber es hat Spaß gemacht, darüber zu streiten, weil Sie natürlich in Ihrem Punkt immer der Auffassung waren, dass ich Unrecht hatte. Und die Sozialdemokraten sagen natürlich, beide stimmte. Insofern, da sind wir uns wieder einig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, Stichwort, was treibt jemanden um?
Und natürlich ist klar, das ist immer so gewesen. Sie haben Ihre erste Rede erwähnt und die Kritik an der Bundesregierung, die Sie jetzt so ein bisschen relativiert haben. Wahrscheinlich haben Sie damals erklärt, die Agenda 2010 sei noch viel zu lasch. Ich glaube an dieser Stelle, dass das gemeinsame Nachdenken über die Frage, wo stehen wir eigentlich, wo stehen wir als Wirtschaftsstandort, was macht Wirtschaftspolitik aus, was macht Arbeitsmarkt aus, sicherlich etwas ist, wo wir beide immer nachdenken. Wir kommen am Ende zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber das Nachdenken an sich ist sicherlich nicht verkehrt. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn man in einer Rolle dann ist, das verstehe ich ja durchaus. Ich hatte mal eine ähnliche Situation, dass man von einer ziemlich großen Fraktion in eine ziemlich kleine Fraktion wechselt. Quantitativ. Sie können sich erinnern, sozusagen, das ging uns auch mal so. Es ist immer ein Auf und Ab. Aber unterm Strich, glaube ich, bei allen Unterschiedlichkeiten, ist es doch durchaus so, wenn wir uns mal ein bisschen umschauen, dass wir durchaus sagen können, bei allen Unterschiedlichkeiten, dass es diesem Land gut geht. Dass diesem Land gut geht. Dass wir in einer stabilen Demokratie leben. Dass wir Pressefreiheit haben. Heute ist der Tag der Pressefreiheit. Dass wir in Hessen eine Arbeitslosenquote, heute Morgen wurde es bekannt gegeben, von 5,1 % haben. Es wurde schon erwähnt, die beste seit 26 Jahren. Und wenn wir ehrlich sind, ist sie sogar noch besser, weil vor 26 Jahren die Sozialhilfeempfänger nicht in der Statistik waren. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir natürlich uns gemeinsam Gedanken machen müssen über die Frage, wie sorgen wir dafür, dass es uns auch weiterhin gut geht, dass wir sozusagen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen für die Zukunft. Und dass wir uns aber auch gleichzeitig Gedanken machen müssen, und da unterscheiden wir uns natürlich über die Frage, wie sorgen wir dafür, dass ein Aufschwung auch bei allen ankommt. Und ich will das an dieser Stelle deutlich sagen. Wir unterscheiden uns deutlich in dem, was wir für richtig oder wichtig halten. Aber wir sind immer, und das würde ich sozusagen für die meisten hier in Anspruch nehmen, am Ende auf der Suche nach einer guten Lösung für dieses Land. Und manchmal ist es auch so, dass wir die Unterschiedlichkeiten ganz besonders betonen, weil Identität sich ja auch aus Differenz in irgendeiner Form speist. Aber wenn wir ehrlich sind, und das haben wir ja auch ein paar Mal hinbekommen, wenn dann die Lichter ausgehen, die Journalisten zu Hause sind und man sich vielleicht sozusagen im Landtagsrestaurant trifft, dann kann man auch mal ein bisschen frotzeln darüber, wo der andere vielleicht Recht hatte bzw. wo man selbst Unrecht hatte. Insofern will ich das ausdrücklich sagen. Wir werden uns weiter Gedanken machen. Sie machen das in Zukunft von anderer Stelle aus, wie wir am Ende dafür sorgen können, dass wir die Wirtschaft dieses Landes für die Zukunft vorbereiten. Es gibt einen Punkt, der uns beide umtreibt, das weiß ich, nämlich die Frage von Innovation. Die Frage, warum eigentlich die Facebooks und Googles und Apples und Amazons dieser Welt sozusagen immer woanders entstanden sind und die letzte große globale Gründung in Deutschland, die wirklich Weltmarktführer geworden ist, wenn man sich jetzt einmal den globalen Maßstab angeschaut hat, ziemlich lange her ist. Ich glaube, dass die Frage, wie fördern wir Gründung, wie fördern wir wirtschaftliche Aktivität in diesem Bereich, etwas ist, wo wir beide uns immer Gedanken gemacht haben. Wir haben unterschiedliche Ansätze gehabt. Die Houses-of-Strategie haben Sie erwähnt. Die haben wir übrigens auch weitergeführt. Wir haben übrigens ein neues gegründet, das House of Energy. Ich muss hinzufügen, das House of Logistics and Mobility, was Sie auf den Weg gebracht haben, das habe ich ja übernommen, leider mit null Mietverträgen. Aber nach 3 Jahren sind wir jetzt bei 97 % im gewerblichen Bereich. Es war harte Arbeit. Wir haben uns aber auch Gedanken gemacht über die Frage, was wir an zusätzlichen Punkten machen können. Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Stichwort, wo steht Hessen? Innovation. Bei der Frage, dass wir zum allerersten Mal jetzt im globalen Start-up-Ranking unter den 55 wichtigsten Regionen der Welt aufgetaucht sind, glaube ich, sieht man schon, dass wir uns auch gerade was die Digitalisierung angeht,
auch mit den Zukunftsfragen ganz besonders beschäftigen. Und in einer ruhigen Minute können wir gerne einmal über die Frage reden, was vielleicht auch an dem, was die FDP in den letzten Jahrzehnten vertreten hat, vielleicht sich nicht immer als ganz richtig herausgestellt hat. Ich will jetzt nicht nur über Warnschilder vor Radaranlagen reden oder über die Frage von anderen Punkten, die Ihnen immer ganz besonders wichtig waren, wo ich immer sage, na ja, ob das wirklich Modernität ist, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Aber ich glaube, dass wir am Ende bei der Frage, was ist moderne Infrastruktur, eine gesamtgesellschaftliche Verständigung brauchen, die eben nicht nur immer die Antworten der Vergangenheit gibt. Was mir noch wichtig ist, und Sie haben das auch angesprochen, und da will ich Ihnen ausdrücklich sagen, da liegen Sie falsch, Stichwort zu sagen, um Gottes Willen, die Kohle muss weiterlaufen, die erneuerbaren Energien sind ein Irrweg, kein Wind, keine Windkraft und. Wenn Sie sich einmal den globalen Maßstab betrachten, dann stellen Sie fest, dass die erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch sind. Wenn Sie sich betrachten, dass der norwegische Staatsfonds inzwischen sein Geld aus den fossilen Energien abzieht, wenn Sie sich einfach nur einmal den Aktienkurs von RWE und E.ON betrachten, dann stellen Sie fest, dass die Frage, wo eigentlich die Zukunft liegt, der Markt beantwortet hat. Und wenn Sie sich dann zusätzlich noch betrachten, dass wir beispielsweise, ich kann mich erinnern an viele Debatten vor 5 Jahren, Stichwort Export oder Import, dass im letzten Jahr die Bundesrepublik Deutschland so viel Strom exportiert hat wie noch nie in ihrer Geschichte, dann könnten Sie auch an dieser Stelle sehen, dass da vielleicht die erneuerbaren Energien doch mehr Zukunft beinhalten, als Sie bis heute glauben. Aber wie gesagt, in 5 Jahren treffen wir uns noch einmal und schauen uns dann die Statistiken an. Sie haben eine Sache angesprochen, Stichwort Ihre erste Rede. Und ja, das war ein Forscherauftritt. Ich kann mich sehr genau daran erinnern. Ja, das vorher lassen wir weg. Wann ich den Kandidatenrentsch das erste Mal mit einer mittelständischen Wiesbadener Unternehmerin wahrgenommen habe, das lassen wir jetzt einmal beiseite. Ich glaube, das war so ein halbes Jahr vor oder kurz vor der Wahl. Aber ich kann mich deshalb an die erste Rede erinnern, weil es stimmt, ich saß in der ersten Reihe, der Abgeordnete Kaufmann saß neben mir. Und ich habe gesagt, das ist schon, ich habe nachher ein bisschen mit ihm geschimpft, das gebe ich zu, das weiß er auch noch. Ich habe aber ausdrücklich gesagt, das will ich schon sagen, Jumbo, das trifft schon den Richtigen, das ist da dieser Mensch von der FDP, ein typischer Vertreter dieser Spaßpartei, also es trifft schon den Richtigen, aber in der ersten Rede gehört sich das nicht. Und wir haben dann lange über die Frage diskutiert, wie das weitergeht. Er hat seine Meinung festgelegt, ändert die auch nicht mehr. Wobei auch an diesem Punkt muss ich sagen, der Abg. Kaufmann hält mehr von Ihnen, als Sie denken. Das würde er immer bestreiten, aber ich weiß es. Ich weiß es. Und ich will vielleicht an dieser Stelle sagen, manchmal ist es ja auch so, das will ich ausdrücklich sagen, ich habe das auch gesagt, Identität entsteht aus Differenz. Ich kann mich an einen Parteitag der GRÜNEN erinnern, wo Joschka Fischer in die Reihen der Fundis irgendwann rief, geliebte Gegner. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun. Man muss manchmal, um die eigene Position richtig darstellen zu können, auch jemanden finden, der die Gegenposition richtig darstellt. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Letzter Satz. An diesem Punkt haben wir beide immer nach diesen Debatten gewusst, wo wir an uns selbst noch arbeiten müssen. In diesem Sinne alles Gute für die Zukunft und auf bald. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Das heißt, der Antrag der FDP soll in den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss, das ist so, und über den Dringlichen Entschließungsantrag sollen wir abstimmen? Nein. Auch in den Ausschuss, denn wir hatten hier eine gegenteilige Meinung, deshalb war mir es recht, noch einmal nachzufragen. Das heißt also, beide gehen in den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss zur weiteren Beratung. Vielen Dank.